Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zur weiteren Folge Luigi's Mansion 3 und wir steigern uns den Top of the Top. Wir gehen jetzt mal in Etage 8. Das ist das Filmstudio. Ich bin gespannt. Filmstudio kann man allerhand machen. Kann sehr witzig werden. Man weiß es nicht. Wir schauen mal. Sieht auf jeden Fall ziemlich, hört sich auf jeden Fall ziemlich vielversprechend an. Gerade so, wenn man denkt an keine Ahnung, an weißen Hai oder Horrorgeschichten natürlich. Freddy Krueger, Michael Myers. Ja? Ghostface, weiß es nicht. Ja. Leatherface vielleicht auch. Oh, Filmstudio. Aber es sieht ja schon ganz cool aus. Natürlich cool, dass man hier mit allen möglichen Sachen arbeiten kann. Machen wir gleich hier unsere Spektralanalyse, wollte ich gerade sagen. Wollen wir mal zu sehen, ob es hier irgendwas gibt. Gut, gehen wir rein. Oh, hier. Coole Kinoplakate. Haben wir hier irgendwelche Waren? Nö. Langes Kabel. Hallo, ist hier jemand? Oh, warte mal. Warte. Hey. Luigi, geh da mal rein. Okay, ich schlupf da rein. Okay. Aha! Das ist nicht schlecht. Luigi, da kannst du schnell durchgehen. Okay, den ersten haben wir gefunden. Wilbrolle. Wir finden natürlich nie alle. Ich nehme jetzt nur die mit, die ich finde. Aber vielleicht mache ich noch eine Folge, wo nur die dabei sind. Der ist ja nicht schlecht. Strom. Da. Da ist Strom durch das Dings hier gegangen. Gehen wir mal hinterher. Wo das Kabel landet. Okay. Hier kommt runter. Na gut, noch eine Filmrolle. Aber da ging der Strom gar nicht hin. Der Strom ging hier hin. Mit der Kamera. Ach, weil sie den aufnehmen sollen. Den kann man erst bewegen. Okay, auch nicht schlecht. So. Noch mehr? Ne, kommen wir hier durch. Oh, warte mal. Ne, mehr ist hier nicht. Gehen wir hier durch. Oh, Schlüssel. Okay, der Schlüssel muss ja dann hier hinten irgendwo sein. Warte mal, hier noch irgendwas? Hier sind wir nur durch, ne? Okay. Warte, dann muss es ja hier hinten irgendwas mit zu tun haben mit dem Schlüssel. Das ist der hier drin in diesem Fach hängt, den wir aber nicht aufmachen konnten. Was, dann schicken wir den wieder nach oben. Geht das? Hä? Muss irgendwas passieren hier wahrscheinlich. Okay, okay. Auch nicht. Aber ich komme hier nur runterholen. Können wir machen. Da ist die Kamera.
Kann ich mit dem einen da nach hinten gehen, wenn der andere hier ist? Geht das? Anscheinend. Was ist irgendwas hier? Da bewegen sich die Dinger ganz dolle. Warum bewegen sie sich? Soll das der Helikopter sein, der sich dreht? Der dreht sich ja gar nicht bei uns. Hier geht's auch nicht raus, okay. Der Fall. Ich dachte, dass man den Helikopter wieder nach oben schicken muss. Das muss ich, glaube ich, gar nicht. Okay, da ist noch nicht was drin. Ich kann das raussaugen. Das ist ja merkwürdig. Hier vielleicht? Okay. Machen wir es hin. Ah, aber nach oben halten. Was ist das? Ein Feuerlöscher. Okay, der hat uns jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Aber hier, da sind da Scharniere dran. An dem Fen. An dem Bild. Warte mal, den kann man schon aufmachen. Mach mal Gold. Ist das schön, dass wir hier so ein paar Nettigkeiten finden. Aber im Endeffekt. Ein Boxhandschuh? Was soll man mit dem Boxhandschuh machen? Was soll man mit dem Boxhandschuh machen, ist die Frage. Soll ich die Kamera zerstören? Da hinten? Oh, vielleicht die Kamera zerstören da oben? Oder den Helikopter? Nee, aber den kann man immer wieder benutzen. Das heißt, für irgendwas muss er gut sein. Nee. Vielleicht den Schlüssel zerstören. Das einfachste eigentlich von allen. Auch nicht. Okay. Hä? Wer? Okay, aber man kann da richtig direkt drauf zielen. Ja. Na gut. Also vielleicht muss man mit dem Boxen schon auch irgendwas da hinten machen. Wir gehen nochmal da hinten hin. Hier ist auf jeden Fall der Schlüssel. Ich habe mir gefragt, dass ich die Kamera zerstören muss. Oder den Fernseher da. Wir gehen mal hier reingehen. Wir gehen nochmal gucken, mal hier. Macht auch nicht Sinn. Hey.
Können wir den Handschuh wieder nehmen? Hä? Wo ist der Handschuh hin? Weggeschossen? Hier hinten hingeflogen irgendwo? Ja, okay. Wollen wir nochmal den Handschuh machen? Hier auf. Super? Oder hier oben auf die? Für irgendwas ist ja doch gut. Wahrscheinlich nicht. Mann! Wo könnte man den noch gegenschießen? Das ist die Frage. Wo kann der noch gegengeschossen werden? Also ich weiß es nicht. Es ist echt schwierig. Boxhandschuh. Ey, muss der Boxhandschuh doch gut sein, aber für was? Kann ich X drücken? Warum kann ich da X drücken? Ach, kann ich wie bei Egypt durch den Fernseher? Ja, okay. Gute Idee, aber wäre ich nie drauf gekommen. Okay, dann können wir natürlich auch leicht am Schlüssel rankommen. Und schon haben wir Schlüssel. Perfekt. Okay, das ist natürlich... War jetzt gar nicht so schwer, aber man muss natürlich echt viel rumprobieren, ne? Also. Und das ist echt eine falsche Fährte hier, dieser blöde Boxhandschuh. Gemein. Was rein da? Wir springen da einfach mal, ne? Wir wissen ja, wie das aussieht, wenn man die Tür aufmacht. Da sitzt Steven Spielberg. Welch Tragödie! Uhu! Welch grausames Schicksal für mich! Morty, den Starregisseur! Wie konnte ich mein Ein und Alles nur verlieren? Ich kann Ihnen helfen. Ich stehe vor einem gewaltigen Scherbenhaufen. Und das, weil ich nutzlos bin. Absolut nutzlos. Da ermattet sogar der Glanz dieses wunderschönen Knopfes. Ah, mein schönes rotes Megafon. Wo magst du nur weilen? Ich würde alles geben, um mein über alles geliebtes Megafon wiederzubekommen. Alles? Was wäre ein Künstler ohne Pinsel oder ein Koch ohne Messer oder ein Seiltänzer ohne Seil? Nichts. So wie ich auch mit Megafon nichts bin, ach sogar weniger als nichts. Okay. Also es gibt hier 4 Fernseher. Ich würde sagen, wir können durch alle Fernseher reingehen. So sieht es zumindest aus. Oh, hier ist. Tür 1, Tür 2. Oder wir kommen aus dem Fernseher mal wieder raus. Weil die sehen ja jetzt noch, die leuchten ja noch nicht. Ich kann auch nicht rein. Doch, kann ich. Okay. Nee, kann ich nicht. Okay, dann muss ich wahrscheinlich erst durch die Türen gehen. Gehen wir mal durch, fangen wir mit 1 an. Studio 1. Okay, was muss hier gemacht werden? Halt. Und X. Haha, lustig. Hier passiert noch nichts. Aber der Bluescreen, der ist natürlich ein cooler Effekt. Warte mal. Oh nein, egal. Haha.
Okay, dann können wir wieder runter. Nee, war das Papierschiff drin? Wir können hier das Ding anmachen. Bringt es aber noch nicht. Oh, ich dachte, man könnte da irgendwie Strom machen. So, jetzt haben wir ja ein bisschen was geändert hier. Am Setting. Passiert da was? Nee. Noch nichts machen hier. Hier ist auch nichts. Hier auch nichts, okay. Also das Bildschirm an. Okay. Sieht nichts. Oh, Luigi, willst du den Kameramann sein? Aber wer soll denn die Rolle des Schauspiels übernehmen? Ach, okay, warte. Luigi natürlich. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Also, wie cool ist das denn gemacht? Mal ganz im Ernst. Nee, das war natürlich dumm. Er kann ja nicht ins Wasser gehen. Das war gerade dumm von mir. Müsste man wechseln, dass Luigi der Kameramann ist und ich da reinspringe, ne? Oh oh. Kann ich nicht hingehen? Ah. Ich kann sie nur saugen, da. Okay. Warte mal, geh du mal dahin. Und dann machen wir das Luigi da. Und der Kameramann. Luigi kann kein Kameramann sein, okay. Warte mal, kann ich jetzt nochmal reingucken? Ist was anderes drin jetzt? Nee. Was kann man machen da? Scheiß Sonnenbrille auf. Hm. Was ich mitnehmen kann als Requisite? Kann ich jetzt durch die Gegend schießen hier oder was?
Bringt mir aber nichts. Ah, warte. Sehr blöd. Das verstehe ich nicht. Machen wir diese. Was können wir da noch machen? Was ist mit hin? Ach, guck mal. Ein bisschen Nebel. Ja, wenn ich so mache, dann musst du doch eigentlich das weitermachen. Ist das gruseliger mit Nebel? Oder was? Ich muss mal ein paar Requisiten einsetzen, damit es irgendwie funktioniert. Gucken wir mal. Okay, es muss noch mehr gemacht werden als nur Nebel, glaube ich. Das war's. Crazy, okay, was kann man noch machen? Also was kann man denn noch machen hier? Ich geh mal hier rum. Muss ja irgendwie noch eine... Was man noch aufmachen kann, was da drin ist vielleicht? Ein Kürbis. Okay, nehmen wir den Kürbis noch mit. Auch eine kleine Requisite, vielleicht muss der da hin. Kaputt. Nichts mehr raus. Das ist doch verrückt. Was kann man denn noch machen? Also ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Gehen wir mal hier längs. Vielleicht können wir noch mal rausgehen. Geht hier auch irgendwas? Wir haben irgendwas vergessen. Okay? Da sind wir so ein Wagen im Weg. Kommen wir auch noch rein? Was? Das ist der Schneideraum. Moment. Okay, hier mal drehen. Ein kleiner Geist angelaufen. Der kommt nach vorne. Ganz. Okay, das ist nur so ein Bonusgeist. Yeah.
Ja. Okay. Das ist schön, aber das war jetzt nur ein Bonusgeist, okay. Bringt uns nicht so viel. Gehen wir raus. Okay, wir nehmen einfach mal einen anderen Raum erstmal. Oh. So ein Hund drin. Blitzdings können wir den auch nicht. Naja, es muss ja irgendwas, müssen ja in Studio 1, das muss ja irgendwie funktionieren. Also, ich weiß es auch nicht. So, wir gehen einfach mal in die zweite Tür rein, dann gucken wir mal, ob es so passiert. Was da so ist. Hier ist eine alte Ritterburg. Den Fernseher mal machen. Okay. Hier ist die Kamera. Wir brauchen Luigi, der da ein bisschen rumläuft. Der ein bisschen was sehen. Okay. Warum fackelt irgendwas ab? Hier ist eine Pflanze. Okay, für die Pflanze brauchen wir ja bestimmt ein bisschen Wasser. Also keine Sachen einfangen. Also für die Pflanze, um da hochzukommen, brauchen wir schon Wasser, damit die wächst. Wo kriegen wir denn Wasser her hier? Oh. Aua! Und Wasser ist ja auch nicht so einfach, weil Luigi kann ja kein Wasser. Okay. Gut, bringt uns nicht so viel. Hier hinten ist unsere Requisite. Vielleicht können wir da irgendwas rausholen. Immer außen rumlaufen ist ja auch bescheuert. So. Und dann gehen wir mal hier rein. Alten Helm sieht man. Oh, es fängt also von vorne an wieder. Ah, okay, klar, die ganze Szene fängt natürlich von vorne an. Okay, bringt uns irgendwie gar nichts. Der Helm liegt jetzt da. Okay, warte mal, gehen wir mal raus. Würde mich nicht wundern, wenn die ganzen Szenen irgendwas miteinander zu tun haben. Das heißt, sind wir nicht bereit. Die Tante, nimm mal den Eimer, kann ich den damit hinnehmen in die Szene? Die Tante, die kommt ja hoch und hält was in der Hand. Vielleicht gibt die uns ja Wasser. Pass mal auf. Luigi, nimm mal den Eimer. Und pack den Eimer mal da rein. Wollen wir das Wasser packen? Yes. Okay, dann gucken wir mal, ob das klappt. Weiß ich jetzt nicht, ist ein bisschen weit hergeholt. Aber wenn die uns Wasser bringt. Aha. Okay. Okay, kann ich, aber ich kann den Eimer wieder nehmen. Zack! Das geht? Ich glaube schon. Wenn man das so machen kann, dann funktioniert es auf jeden Fall.
die Szene? Perfekt. Obwohl. Doch, doch, ich glaube, das ist so. Und die Frage ist, was wir da oben sollen. Wo sind wir denn? Vielleicht muss man da wieder irgendwas für eine andere Szene holen. Wir brauchen wahrscheinlich dieses Fackelding hier. Oh! Jetzt ist die Frage, wofür wir dieses Fackelding brauchen. Da kommen ein paar Geister, okay. Müsste doch eigentlich möglich sein. Okay, jetzt kommen wir hier raus. Ja, mit dem Ding. Wofür wir es brauchen, weiß ich auch noch nicht. Das wird sich jetzt herausstellen. So. Sollen wir hier liegen lassen? Wahrscheinlich, ne? Da kommen wir noch nicht rein. Bis erst die Türen. Öffnen wir nochmal 3 auf hier. Okay, ich glaube, da machen wir ab nächstes Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.